Yes, ja, welcome to East TV Brionai Volume 3. Und es steht rein, sich Sommer. Wir sind hier in Holland am Beach. Wie gesagt, wir haben einen neuen Fleck gefunden, wo wir auch das Ding sturten können. Wir müssen mal checken, dass die Cops uns nicht kriegen, weil die fahren die ganze Zeit hier hoch und runter. Wir haben, wie gesagt, heute eingeladen den Assistant von The Hunter, Orangerang, yes, Melanie. Alles bereit, okay? 100. Das ist der Beste. Ja. Dieser OG hat jahrelang bei The Hunter gelernt und geht uns heute zeigen, wie wir am Beach Nam-Style Bolognese machen gehen. Was für ein Fleisch haben wir heute dabei? Nee, okay. Biggie Kremsbock dabei. Okay, lecker. Ja, ach, wir haben dann noch Biggie hier Millis. Die Millis, kommen auch später dann noch mal da rein, oder was? Zarter, junger Gemüse, Mais, damit okay. Wir auch jung bleiben. Ja, hier Spices haben wir hier, check. Hier haben wir für Nachtisch Biggie Mandarin dabei. Alright, Kasi-Style. Kasi-Style. Ja. Ah, hier, das ist so Biggie Puder. Puder auch. Was machen wir damit? Ja, wir rollen diese Shandy später, wenn wir unser Fleisch klar geräbt haben. Ättern wir das da rein? Ättern wir das da rein. Okay. Ne? Was damit machen wir jetzt als erstes, Oki? Okay. Alright, ja, wir fangen jetzt hier an, erstmal mit die Spaghettis. Okay. Ne? Die kommen jetzt in diesen Pott hier rein, denke ich mal. Was, hast du hier schon was vorgekocht? Was ja, ach, das ist plaines Wasser mit Biggie Salz drin. Okay. Man muss das ja so plain wie möglich halten. Wir sind nämlich hier am Beach. Alright, in Lamb machen wir die immer moi klein, weißt du? Weil desto kleiner, desto besser. Deswegen nehmen wir die Shandys, brechen die erst einmal so in der Mitte durch, damit die Oggies nicht so lange saugen müssen. Ja, und dann rollen wir die hier so rein. Alright. Und dann twistest du die einmal so, dass die moi fallen. Du musst die so freifen so. Muss die Biggie freifen, ja. Ja. Das ist nicht fucking warm. Alright. Muss ich diesen Deckel jetzt wieder drauf machen oder kann ich hier so stehen wie ein Dursti so weiter? Ach ja. Das ist ach ja, Jesse, wir lassen und jetzt? Ja, wir lassen den jetzt Biggie kochen, dass er erstmal Biggie warm wird. Ja, muss ich nicht brennen, Oggi. Okay. Ja, ach, und dann greifen wir erstmal hier an die Pulle, trinken ein Bierchen. Oh, Biggie Kackreben. Oh. Ja, Biggie Kackreben. Schmeiß mal immer meinen Dopp hier. Das ist Dopp, okay. So eine Multivitamin. Ja, wir sind gesunde Leute. Sein. Wir haben hier Vitamin B, der hat Vitamin C. Okay. Das ist recht. So, Oggi, okay, dann sag ich mal Prost. Ja. Prost, Oggi. Okay. Und wir sind gleich klar mit den Nudeln. Wenn, dann kommen wir zurück von diesem Commercial Break und zeigen euch, wie wir dann das Gamsbock-Fleisch so mal in den gleichen Pott rein ättern oder was? Wir ättern das danach in den Pott rein. Ja. Alright, Beste. Check euch gleich. So, welcome back to East TV Brionai Volume 3. Die Nudeln sind jetzt klar. Orangerang. Ja, ja, die Nudeln sind klar. Was machen wir jetzt, okay? Alright, wir nehmen jetzt erstmal hier diesen Shandy hier. Okay. Eigentlich der Plan. Dann check, wie das sieht das aus. Ja. Halte mal Biggie hier fest, nicht hier so Biggie rumgehen. Alright, alright. Auffassung, so, Baba. Ja, alright, dann checken wir, dass hier schon die Moi sauber ist. Jetzt will ich euch die Zeit gebrauchen, um euch einen neuen Gadget wieder zu introducen. Das ist basically das Gegenstück von dem Ding. Mal, wir haben den umgechanged heute, das ist der Nudelchäuer. Hier heut man die Nudeln dann rein. Hier unten hat man dann so ein Loch, wo man dann das ganze Wasser rauskeppt, wenn die Nudeln klar sind. Und auch das gehen wir euch jetzt zeigen. Basically kann man das auch in unserem Online-Shop kaufen bei East TV. Ist cheap, okay. Das Ding ist halt 1,99 €. Und man muss aber das Ding dazu kaufen. Und das kostet 550 Rand. So, das ist Biggie teurer. Aber ihr geht quite sparen auf dieses Ding hier. Alright, sollen wir jetzt weiter freuen? Alright, die Shandy ist jetzt hier klar, wie man sehen kann. Nehme ich erstmal hier meine Lappis. Das ey. Freuen wir die Shandy hier rein. Pass auf nicht, dass du deine Futter da unten nicht brennst. Nee, ist alright. Soweit. Deine Hand weg da. Alright. Hey. Zieh Bombaizi. Der neue Nudelschepper. Der neue Nudelschepper. Ich skepp den so ein bisschen hier nicht. Ne? Ja, das ist alright. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt, werden die dann auch Liss, um gegessen zu werden. Ja, ich bin schon Liss für dieses Zeug jetzt. Ja, natürlich. Ja. So, der Nudelschepper ist alright. Check hier unten hält man den so moi fest. Ohne irgendeinen Kack. Und da kommt dann der Rest der Gei raus, ja. Jetzt legen wir das erstmal hier an die Seite. Okay. Ja, hier kommt ihr zu unserem Produkt. Und so. So, gleich machen wir Feldbrand, weil dieses Ding ist noch flippend. Warte. Ja. Ne? Da geht die holländische Polizei uns jagen. Wir nehmen dann jetzt erstmal hier unsere Fleisch-Shandigis. Gamsbock-Fleisch? Gamsbock-Fleisch. Orangerang, wenn du keinen Kack hast, freue ich da noch Biggie Wasser für dich rein. Das ist alright. Du kannst Wasser freuen. Das ist destilliertes Wasser. Okay, wir haben dieses Gamsbock-Fleisch jetzt hier reingemacht in den Pott. Wir gehen das jetzt rein, bis das klar ist. Auden, kommt jetzt noch anderes Zeug hier rein oder ist das erstmal das? Es ist klar. Wir kappen jetzt erstmal hier den Deckel drauf, damit das Biggie auftaut, die Shandy. Okay. Und dann, wenn wir den Deckel wieder runternehmen, dann rühren wir die Sache um und dann fangen wir an, die Sache richtig zu spicen.
Das Spice ist so wie mit diesem neuen Spice-Heuer hier. Den gehen wir einmal einen Allrounder machen, oder was? Natürlich, wir kappen von jedem Biggie da rein. Ja. Und wir kennen natürlich unsere Tunes, wir sind Moslem-Boys. Ja, right, moin, dann warten wir erstmal, bis dies Ding klar ist. Wir gehen wieder in eine Commercial Break, wir brauchen Biggie Geld. So, check das und bleibt dran, weil wir sind gleich wieder zurück, wenn dies Ding entdaut ist und lecker riecht. Schabos. Yes, okay, da sind wir wieder zurück bei East TV, Brei Nei, Volume 3. Wir sind einfach ready. Orangerang heute als Chef-Cook da, der Assistent, der lange mit der Hunter zusammengearbeitet hat, der sein Diplom gekriegt hat. Erzähl uns mal, wie war es mit der Hunter auf deine Ausbildung da? Das war lecker gewesen. Ja? Drei Wochen war ich im Busch gewesen. Der Hunter hat mich auf eine Expedition geschickt. Okay. Ja, das war deine Endprüfung, basically? Ja, meine Prüfung. Ja, Examen. Ich habe lange bei dem gelernt, 3 Jahre schickt er mich zur Endprüfung, drei Wochen im Busch. Ja, ach Jesse, du musst dich mal so Survival-Camp-Style freuen, weißt du? 3 Wochen? Ja, 3 Wochen. Ich musste mein eigenes Meat schießen, mit den Kettys, all was ich hatte. Ketty und Asachai. Ja, da gingst du. Ja, du musst dich mal selber da hinkommen, klar, musste ich mein eigenes Essen machen. Siehst du, bei East TV Home Cooking haben wir nicht die besten Chefs, so die Ogis, die PCs, basically, die Pro-Cookers, okay? Und ja, okay, es geht weiter. Der Shandy brennt hier vor mir. Ich riech schon irgendwas. Das ist lecker. Das muss nett so sein. Okay. Oh! Check die Shandy. Okay. Ja. Wir haben den natürlich jetzt aufgetaut. Okay. In dem Pot drinne, weil da braucht man nicht so viel Wasser reinschmeißen. Da sieht diese Shandy moi aus. Okay. Alright, ja, wir holen jetzt erstmal hier die Spices rein. Okay. Ja, das ist das nächste, was kommt. Diese Spice ist basically den Allrounder Dursi. Genau. Den könnt ihr auch kaufen im East TV Online Shop, basically. 2,50 €. Cheap. Und wie gesagt, er hat 27 verschiedene Spices drin. Weil wenn du die noch mixt, hast du dann noch various Combinations. Okay, du kennst dich aus. Du hast gelernt. Wir nehmen alles außer Curry. Okay. Curry ist für Harry. Okay. Alright, und dann musst du mit Paprika musst du nicht spielen. Ne? Und wie? Du musst nicht geben, basically. Ja, du musst nicht. Das ist. Alles, was auf der Beschreibung draufsteht, ist Horst. Okay. Du machst nicht nach Nam-Boy-Gefühl oder Nam-Chick-Gefühl. Explain, diese Pump-Action, die du hier machst, hast du da auch für gelernt müssen oder wo hast du die Skill gekriegt? Ach ja, die Skills, die kriegt man mal so in der Jugend. Okay. Aber das sind mal die Cooking-Skills hier an der Küste. Ach so. Also, weil hier mehr ist, dann hat man muss Biggie Feuchtigkeit und so immer in diese Poppies hier vorne drin. Okay, dann musst du die Pump-Action rollen. Dann musst du Pump-Action rollen. Merkt euch zu Hause, wenn es Biggie zu feucht wird, müsst ihr die Pump-Action rollen, damit halt mehr Shandy rauskommt aus der Dursi. Das, ey. Okay. Na, okay. Dann haben wir hier unsere Millis. Gucken wir uns erstmal hier die Millis an, die sehen flappern lecker aus. Okay. Kommt jetzt auch so ein ganzes Dursi nicht daran? Ja, Dursi mit Water. Mit Wasser rein. Mit Wasser. So ganz wichtig, mit Mais, Dursi, Wasser, alles da rein, weil da muss die Feuchtigkeit, geht schnell flöten hier, so. Alright, müsst ihr aufpassen, nett nicht eure Finger schneiden, dieses Zeug ist fucking scharf. Alright, nee, kein Kack. Alright, dann rollen wir den mit Wasser da rein. Okay. Ne? Braucht auch nicht so wie Gisteckern, nett rein damit. Das ist aber ein Special, das ist ein Brackwater-Mix, den du hier machst, aus den Millis und dem Bolognese-Fleisch. Ja, natürlich, das ist unser Brackwater-Mix. Okay. Ja. Ja, nee, das lecker. Sieht flippen lecker aus. Das schmeckt auch hoffentlich lecker. Ja, natürlich, ich werde euch impressen. Wir holen jetzt hier Bolognese, Shandy, Soße, Spices hier rein, damit das Biggie aufkocht. Alright. Ne? Erstmal so aufreißen, wegrollen, so. Okay. Ne? Den musst du auch so Biggie spreaden. Ja, natürlich. Ne? Okay. Immer schön spreaden. Spreiz hier Hocks, ich will die Fruchten. Okay. So diesen Style. Okay. Ne? Das ist das gleiche, ne? Alright, jetzt sehen wir diese Sache, die wird wirklich trocken. Okay. Jetzt nehmen wir unseren Wasserkanister hier mit destilliertem Wasser. Okay. Ne, machen erstmal hier ein bisschen Sand weg, weil wir sind ja an der Küste. Ja. Also die Chance, dass hier Sand drin ist in diesem Ding, ist eigentlich very hoch, weil wir sitzen basically mitten im Sand. Genau. Okay. Deswegen machen wir auch Wasser rein. Genau, da rollen wir so Biggie Wasser noch drauf. Auch nett Gefühl, nett, du heust nett rein. Da ist keine Milliliterzahl, du heust nett, wie du willst. Bis die Millis schwimmen. Bis die Millis schwimmen, könnt ihr Wasser reinmachen. Wenn die lecker schwimmen und alles flüssig ist, dann seid ihr gewaxt. Was machen wir jetzt? Ja, jetzt gib mir mal die Gabel, ja? Alright. Ich zeig dir erstmal, wie das hier geht. Da rühren wir erstmal die Sache um. Ne? Kratzen das, was hier so am Rand noch so ein bisschen rumklebt, rein. Okay. Alright, ja, und das ist, wie man das hier macht, das Spaghetti Bolognese Nam-Style. Das, hey Boys, wir haben's, ihr habt's gesehen,
Wir haben all diesen ganzen Schande, der hier ist, sieht jetzt wie ein Revus aus, haben wir jetzt hier reingeändert. Das ist Nam-Style Bolognese am Beach bei Holland, bei Niederlanden. Das Wasser ist hochgekommen. Wir müssen Raum machen, weil das kommt gleich ein bisschen höher, sehe ich noch. Der Damm wird voll. Die Polizei sucht uns eigentlich, weil wir hier illegal Feuer am Beach gemacht haben. Ganz egal, wir haben euch gezeigt, wie man den Bolognese am Beach macht. Nam-Style, Brackwater-Style. Wir haben auch Röngerang bei East TV Home Cooking, Brei und Nei, Volume 3 heute dabei gehabt. Check euch das nächste Mal. Yes, ja, boys. Ciao, danke auch. Ciao.